Das ist die erste Challenge-Pflanze, die hier dran glauben muss. Die, die die ganze Zeit draußen standen hat. Da sind alle noch dranhängenden Chilis reif oder so gut wie reif. Das reift ja auch noch nach. Das heißt, die kann ausgemustert werden. Ich kann hier nochmal messen als Abschluss. Mit einer Höhe von 35 cm und einem Durchmesser von ca. 30 cm hat die es nun hinter sich. Hier schneide ich erstmal die reifen und fast reifen Chilis ab. Und dann haben wir hier die Ernte. Auch die Challenge-Pflanze muss dran glauben. Schild raus. Und jetzt kommen wir zum Abschneiden. So, zuerst schon schneide ich die hier unten ab. Das ist sie gewesen, eine der Challenge-Pflanzen. Das gehört auch noch dazu. Ja, die Challenge-Pflanze, die Challenge-Pflanzenerde. Topf ist leer. Da ist auch nicht viel Wurzel. Das war's denn nun mit der Challenge-Pflanze Nummer 4, die draußen gestanden hat. Man kann ja jetzt hier ihr Leben nachvollziehen. Von der Aussaat am 22. Februar bis zum Endtopf, wo sie nach draußen gekommen ist, am 16. Mai. Und der 29. August ist ihr Entsorgungstag. Das schreibe ich jetzt noch auf die Rückseite. T.O.T. am 29.08.24. Hier sehen wir die drei Challenge-Pflanzen, die noch übrig sind. Nummer 1, 2 und 3. Und jetzt wollte ich mal ein kleines Update machen und die einmal ausmessen und gucken, auf welchem Stand wir jetzt sind. So viel wird da nicht mehr nachkommen, so viel wird nicht mehr wachsen, aber vielleicht noch ein bisschen. Fangen wir an mit Pflanze Nummer 3. Die Höhe sind 47 cm. Und der Durchmesser liegt bei 42 cm. Die Pflanze Nummer 2 ist diese hier. Die ist nicht so hoch. Hier ist die höchste Stelle. Das sind 28 cm. Und der Durchmesser ist dafür größer. Es fängt hier hinten an, kann man gar nicht sehen im Video. Da liegen wir schon bei 57 cm. Pflanze Nummer 1 hier in der Ecke. Die ist am höchsten hier an der Seite. Hier oben. Da sind wir bei 53 cm. Und der Durchmesser, wenn wir mal so messen, der liegt bei 68 cm.
lange die Pflanzen noch durchhalten, werden wir sehen. Sehen auf jeden Fall alle noch ganz gut aus. Und es sind auch noch Chilis dran. Unreife und auch reife, die ich dann mal abernten muss. Also hier geht noch was. Es ist noch nicht zu Ende. Aber das Video ist jetzt zu Ende. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Und auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Denkt doch auch an den Daumen und den Kommentar und ein Abo wäre auch nicht schlecht. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video online geht. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Just the best.